MDHR Studio. Willkommen Leute, zu Ostern erfülle ich mal wieder Zuschauerwünsche. Sehr, sehr häufig wurde sich ein Let's Show zu Cuphead gewünscht. Und das ist ja jetzt seit dem 18. April 2019 für den Nintendo Switch erhältlich. Für diejenigen, die es nicht kennen, Cuphead ist ein Shoot-'em-up-Spiel, das von Studio MDHR, das ist ein kanadisches Studio, entwickelt und herausgebracht wurde. Es ist besonders, weil, man sieht es bereits, es einen besonderen Artstyle verfolgt, nämlich den der 1930er Cartoons, insbesondere die von Walt Disney und Max Fleischer. Hierbei wird vor allem der surreale Stil verwendet. Und das Spiel ist bockschwer, deswegen wird das wahrscheinlich ein Rage-Stream. Ich habe das Spiel auch, ja, nur, als es damals, wann war das? Am 29. September 2017 für PC rauskam, kurz angespielt. Aber auch nicht wirklich intensiv, deswegen werde ich da erstmal wieder reinkommen müssen. Und wie gesagt, es ist super schwer. Ich habe eigentlich keinen Bock, nein, Spaß. Eigentlich schon, aber ich weiß, dass ich mich sehr, sehr aufregen werde. Und wenn ich das Spiel beleidige, dann nehmt es nicht so ernst, Leute. Es ist einfach nur die Emotion. Es ist aus der Emotion heraus, ja. Eigentlich will man sich nicht an so einem Ostersamstag aufregen, aber hey, heute ist wieder mal Party-Time. Storytechnisch müssen wir eine Schuld mit dem Teufel begleichen. Auch mal ganz interessant. Und das Spiel hat im Übrigen eine Top-Wertung abgesahnt, also 89% damals für PC bekommen, 87% für die Xbox One X. Erhältlich ist das Ganze für PC, Xbox One X und jetzt eben neuerdings auch für die Nintendo Switch. Und ja, etliche Preise haben wir auch gewonnen hier bei Cuphead. Es wird crazy. Da glaube ich, sind wir uns alle einig und wir starten! Gucken wir erstmal in die Optionen rein. Audio, passt alles. Grafik, passt alles. Steuerung, denke ich, passt auch. Ah, wie cool. Sieht alles so altertümlich aus, so. Da steht sogar 1930 unten dran. Genial, okay. Wollte nur gucken, ob es deutsch ist. Das ist es. Man kann es auch zu zweit spielen, soweit ich weiß. Was ist denn das jetzt hier eigentlich? Ist das der Two-Player-Modus? Oder was kann ich hier auswählen? Oder kann ich hier einfach nur das Design von Cuphead auswählen? Leute, könnt ihr mir das mal kurz sagen, bevor ich das bestätige? Ob ich hier nur einen Skin auswähle oder ob das irgendwas Weiterführendes zu bedeuten hat? Währenddessen bedanke ich mich bei Zockernick Brenner für seine Mitgliedschaft und bei Powergirl für die 1-Euro-Donation. Bockschwer, alles klar. Ja, das Spiel ist wirklich super hart. Aber genau deshalb ist es auch so beliebt, habe ich das Gefühl. Kommen ja nicht mehr so viele Games raus, wo man am Ausrasten ist. Aber hier ist es definitiv so. Deine Stimme, bist du krank? Ja, immer noch. Das zieht sich sehr, sehr lange. Aber geht schon von Tag zu Tag in eine positive Richtung. Hast du Flaschen? Ja, habe ich. Ich habe eine Plastikflasche und sogar einen Spiritusreiniger zum Werfen und Einsprühen des Screens. Also. Ich warte noch auf den Chat, bis er mich drüber aufklärt. Wie teuer ist das für Switch? Also ich habe 20 Euro gezahlt. Ich habe es vorhin aus dem E-Shop gefischt. 20 Euro gibt es. Beziehungsweise muss man ausgeben. Es ist nur ein Skin, schreiben alle. Ah, alles klar. Dann werde ich den roten nehmen. Den finde ich irgendwie cooler. So. Hätte ja auch sein können, dass es der Hard-Modus ist, den man da auswählt. Als ob es nicht schon schwer genug wäre. Coole Sequenzen hat es auch, wie wir hier sehen. Und wir haben sogar was zu lesen, wie in einem Comic. Ja, cool. Es war einmal ein magischer Ort, die Tintenfassinsel genannt. Dort lebten zwei Brüder, Tassilo und Podkop. Sie führten ein sorgenfreies Leben unter der wachsamen Aufsicht des weisen Opa Kessel. Eines Tages streiften die beiden Jungen weit von zu Hause entfernt umher. Sie landeten trotz der vielen Warnungen von Opa Kessel in einem Armenviertel und betraten das Teufelscasino. Oh, ist das cool gemacht.
Soweit ich weiß, sind diese ganzen Sequenzen auch von Hand gezeichnet, von einem der Entwickler. Mega. Darin hatten sie schon kurz darauf eine Glückssträhne am Würfeltisch. Mein lieber Scholli, rief da der schmierige Manager des Casinos, König Würfel. Die beiden können einfach nicht verlieren. Hört halt auf, Jungs, lachte da ein Neuankömmling. Den Brüdern verschlug es den Atem. Es war der Casinobesitzer, der Teufel höchstpersönlich. Wollen wir den Einsatz erhöhen? Schlug er mit einem breiten Grinsen vor. Dead Face. Wenn ihr noch einmal gewinnt, kriegt ihr die Bank, dröhnte der Teufel. Aber wenn ihr verliert, bekomme ich eure Seelen, einverstanden? Geblendet von der Aussicht auf leicht verdientes Geld, nickte Tassilo und nahm sich die Würfel. Nein, Tassilo nicht, schrie Potkop auf, weil er die Gefahr erkannte. Aber es war zu spät. Einserpasch, lachte der Teufel stampfend auf. Ihr habt verloren. Die Brüder zitterten vor Angst, als er sich über sie beugte. Nun zu euren Seelen. Die Brüder flehten mir Leben. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben, dich zu bezahlen, stammelte Potkop. Ja, bitte, Mister, fügt Tassilo hinzu. Möglicherweise, kicherte der Teufel und zog ein Blatt Papier hervor. Hier ist eine Liste meiner flüchtigen Schuldner. Besorgt mir ihre Seelen, dann begnadige ich euch zwei Tässchen vielleicht. Macht euch auf die Socken, brüllte der Teufel und schmiss die Jungs raus. Ihr habt bis morgen um Mitternacht Zeit, die Seelen zu besorgen, ansonsten hole ich mir eure. Tassilo und Potkop hatten schreckliche Angst und rannten so schnell sie konnten davon. Komm schon, Potti, keuchte Tassilo. Wir müssen Opa Kessel finden. Er wird wissen, was jetzt zu tun ist. Auf jeden Fall lustige Story, aber auch ernste Story. Wir wollen ja unsere Seelen nicht verlieren. So, und jetzt geht's offensichtlich los. Glaube ich, so eine Art Overworld. Und da hat man dann die Auswahl zwischen einzelnen Leveln. Da habt ihr Jungs euch ja einen schönen Schlamasslein gebrockt. Ich weiß, dass ihr keine Diener des Teufels werden wollt. Aber wenn ihr ablehnt, weiß ich nicht, was mit euch geschehen wird. Ihr müsst erstmal mitspielen, besorgt die Verträge. Und macht euch auf echte Drecksarbeit gefasst. Eure Schuldnerfreunde werden euch nicht gerade wohlgesonnen sein. Wahrscheinlich verwandeln sie sich sogar in schreckliche Bestien. Nehmt diesen Trank, damit sie euch nicht erledigen. Er verleiht euch außergewöhnliche Zauberkräfte. Jetzt geht an meinen Schreibtisch und benutzt das mystische Tintenfass. Macht euch auf eine Rauferei gefasst. Voll cool, ey. Ich liebe diesen Art-Style. Ich hoffe nur, das Spiel ist nicht von Anfang an mega schwer, sondern lässt einen auch mal wirklich reinkommen. Weil sonst muss ich echt los. Musik ist etwas sehr laut. Ja, das ist so ein Problem bei Cuphead, glaube ich. Aber lässt sich ja alles noch ein bisschen regeln. Ist es denn jetzt besser? Hoffe, jetzt versteht man mich ein bisschen besser. So, die Einführung. Tutorial. Ducken zum Ducken gedrückt halten. Wer hätte es gedacht? Mit B springen wir. Haben wir einen Doppelsprung? Ne, haben wir scheinbar nicht. X sprinten im Sprung. Echt X? Das ist aber ein bisschen doof. Ja, okay. Das Absteigen von bestimmten Plattformen herunterfallen lassen. An Y schießen. Das ist auf jeden Fall wichtig. R stehen bleiben. Zum Stehenbleiben gedrückt halten. Achtfaches Zielen. Schlag abwehren. In der Luft auf Springen drücken, um die pinken Objekte zu annullieren oder mit ihnen zu interagieren. Dadurch erhöht sich auch dein Supermeter. Aha. Was ist dieses Supermeter? Ach, ich hätte da jetzt hochgemusst, oder? Okay, wenigstens hat sich jetzt mein Supermeter aufgeladen, habe ich das Gefühl. Das Geile an dem Artstyle ist, dass alles selbst gezeichnet ist. Ja, das ist brutal. Wiederbeleben. Du kannst mit einer gut getimten Parade auf den Geist deinen toten Freund wiederbeleben. Nur im Zweispieler-Modus. Achso, okay. Ex-Angriff. Ein Spezialangriff, der eine Super-Meta-Karte erfordert. Ah, ich habe 5 von denen, oder? Warte, ich drück einfach mal A. Oh, einfach mal so. Kajoken. Was? Münze. Sammle Münzen, um Gegenstände im Shop zu kaufen. Und das war's dann auch schon. Okay. Du
gucke es gerade auf der Switch. Das passt. Ist dann der Facecam gespiegelt? Jupp. So, Einführung haben wir. Dann lass uns gehen. Auf ins erste Level. Und Cuphead. Ja, ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, dass es auch für die Switch veröffentlicht wurde, weil lange war das ja ungewiss, da es nun mal Microsoft gehört, aber Nintendo und Microsoft sind mittlerweile gute Freunde, wie man sieht. Und daher ist das Spiel nun auch für die Switch erhältlich. Ausrüsten kann ich. Was bedeutet das hier? Waffe? Pusterohr. Standardwaffe. Hohe Reichweite und normaler Schaden. Ah, okay. Das sind, glaube ich, die Schusswaffen. Aber momentan haben wir eben nur diese Standardwaffe. Hallo, kann ich mit dir reden? Cool. Hallo, Leute. Hier sitze ich ein bisschen in der Patsche. Genauso wie ihr, hä? Ich war früher genauso. Hab mir immer Ärger aufgehalst. Bin gerannt, gesprungen, hab geballert. Ja, ich habe auch geballert. Aber so viel du. Aber inzwischen gehe ich lieber einfach nur ins Kino. Aber ich werde euch helfen. Nehmt das hier. 3 Goldmünzen erhalten. Wie sozial von ihm. Ist das das erste Level? Waldtollerei. Ja, sieht so aus. Was, du kannst in der Luft mehrmals... kannst du in der Luft mehrmals Parries machen. Du meinst doch Hadouken. Stimmt, Hadouken war es, sorry. Hadouken! So, ich werde wahrscheinlich am Anfang noch richtig zacken. Aber schauen wir mal. Kommt auch drauf an, wie schwer das Spiel wirklich losgeht. Aber der Artstyle ist halt schon jetzt wirklich atemberaubend, oder? Das Spiel ist Kunst, man muss es sagen. Das Spiel ist Kunst. Oh, auch von hinten können Gegner kommen. Ah, sowas hasse ich ja, ne? Verfolgen die einen? Scheinbar nicht. Hat man irgendeinen Nachteil, wenn man einfach permanent auf Schießen drückt? Weil ich würde dann ansonsten einfach... Wow, so durchrennen. Gute Reaktion mit dem Ducken, glaube ich, aber... Und unten links müssten meine Leben stehen. Also ich kann mich 3-mal treffen lassen und dann bin ich down. Eieiei. Ist dieser Gegner wirklich besiegt dann? Nee, er legt sich nur hin. Oh fuck. Oh fuck. Ich hab jetzt schon total Angst. Help. Ist auch super schwer, während dem ganzen Scheiß den Chat zu verfolgen. Ah! Alter. Nein, 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 lasst mich. Fuck, wäre ich nicht gesprungen. Nächstes Mal bin ich erledigt. Ich will das Geld, ich will das Geld, ich bin geldgeil. Und ich krieg das Geld nicht. Super. Nein! What the fuck? Hä? Ach so, ich habe ja noch einen Sprint in der Luft. Voll vergessen, shit. Du kannst dich nicht verstecken. Dieser Wald ist voller Schrecken. Einfach schon im ersten Level gestorben. Tja. Belastend. Hä? Ach so. Okay, geht nochmal los. Ja, ich würde super gerne auf die Donations und so eingehen, aber ihr seht das selber, es gibt keine Sekunde Zeit. Am besten, wenn ich das Level beendet habe. Jedenfalls, wenn ich es schaffe. Okay, nehmen wir mal diesen ersten Fail einfach als Einführungsrunde. Am Anfang lief es nicht so schlecht. Ich hatte schon so ein paar coole Ausweicher, möchte ich mal behaupten wollen, aber letzten Endes hat mich das Game dann doch dran gekriegt. Ist vom Sound jetzt alles okay? Oder noch was zu bemängeln? Wenn ja, dann haut raus, spammt den Chat gerne voll. So sehe ich das noch am ehesten. Was, du vergisst die Parade bei den pinken Sachen. Es gab doch noch gar keine pinken Sachen. Oder habe ich das einfach nicht verstanden? Hier, kann ich damit eine Parade ausführen? Mit diesem Gedöns da? Ich hab das nicht ganz kapiert. Doch, tatsächlich. Ach so. Okay. Diese Punkte waren also einfach nur dazu da, um das, wow, besser zu visualisieren. Alles klar, dann habe ich jetzt verstanden. Okay, 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 okay. Oh, was ist das für ein Teil? Na, Zwischenboss? Mach den Weg frei, du Dödel. Ja, genau, Bruder. Ist klar. Kann man sich auch irgendwie wieder heilen? Kann doch nicht sein, dass ich schon wieder sterbe. Ich habe keinen Bock nochmal im ersten Level zu sterben. Oder ist das normal? In dem fucking Game. Oh Mann! Als ob! Fuck! Sound ist okay. Sound ist perfekt. Oh shit, aber 2 Deaths, Alter. Boah, schaffen wir überhaupt 2 Level in dem Stream oder was? Ist nochmal um einiges heftiger, als ich dachte.
Saskia, aber danke für 5 Münzen. Frohe Ostern und viel Spaß beim Spiel. Meinung zur Musik? Musik ist auf jeden Fall krass, genauso wie die Grafik. Dominik Lacher, eine Münze, danke dir. XM4Uro0, 2 Münzen dagelassen, keinen Stream, nicht sehen, nur Ladebild. Hast du mich gebannt? Nein, das hat damit nichts zu tun. Lade einfach nochmal neu, dann müsste es gehen. Soundtrack Tendo, 2 Münzen dagelassen. Die Tassen sehen aus wie Mickey, oder? Viel Spaß. Ja, ist wie gesagt sehr, sehr an Walt Disney orientiert. Das kommt auf jeden Fall gut. Rüber. Salt ist da. Ja, das war auch klar. Es steht dann direkt im Stream-Titel Rage Stream, weil damit war halt wirklich zu rechnen. Mann, als ob ich direkt am Anfang kassiere. Ich hoffe, das Level ist nicht so lang. Und es muss doch irgendeine Heilmöglichkeit geben. Findet man nicht mal Herzen oder sowas? In den Leveln? Okay, ich muss mich mal ein bisschen mehr konzentrieren jetzt. Es ist heftig. Ich habe jetzt schon noch ein Level. Also das ist der schlechteste Versuch bisher. Das ist leider der schlechteste Versuch bisher. Stimmt, ich habe aber noch diese Superattacke. Die kann ich dann ja zumindest mal gegen diesen Zwischenboss verwenden. Kurze Frage in den Chat. Wie lange habt ihr fürs erste Level gebraucht? 2 Devs sind Standard, schreibt einer. Warte. 2 Devs sind Standard. Hab fürs erste Level 3 Versuche gebraucht. Also ich habe hier gerade komplett reingeschissen. Also der Versuch war wirklich brutal für einen Eimer. Das Sterben ist normal und gehört zur Lernkurve. Okay, gut. Du warst fast durch. Was? Als ob? Echt? Hinten hinter dem Boss fast Ziel? Nein. Das hätte man mir aber jetzt nicht sagen dürfen, weil daran denke ich jetzt die ganze Zeit. Und dann mache ich mir selber so innerliche Vorwürfe, so von wegen, ey, du hattest es eigentlich schon geschafft, zweiten Versuch. Und ich traue dem dann die ganze Zeit hinterher. Okay, vielleicht sind wir auch einfach ein bisschen zu schnell. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen für die ganze Chose hier. Sodass wir dann herannahende Gegner auch recht früh besiegen können. Und von nichts überrascht werden können, weißt du? Wie von diesem Spinner zum Beispiel. Na komm, Grip hier. Ja, ich hatte aber auch vorhin auch viel zu schnell das erste Leben verloren. Wieso hat die Parade nicht funktioniert? What? Hä, also jetzt wurde ich aber verarscht. Die Parade hat nicht funktioniert. Und gleich 2 Leben verloren, vor allem. Digga. Ja, macht gerne einen Rage-Counter, ist mir egal. Gönnt euch. Wieso? Ich drücke doch! Ich habe 6 Versuche gebraucht, ich habe 5 Versuche gebraucht, 30 Minuten, sehr lange, die ganze Nacht. Also die ganze Nacht, hoffe ich, dauert es bei mir jetzt nicht. Also jetzt komm, also jetzt wirklich, Bruder. Das muss der finale Versuch sein. Das kann nicht wahr sein, dass die ersten 2 Versuche die besten sind und wir jetzt immer nur schlechter werden. Das lasse ich mir nicht bieten. Also, wir rocken den Mist jetzt. Gib ihm. Und von diesem Lakai will ich mich nicht verfolgen lassen. Hau ab, geh nach Hause zu deiner Mama. Piss dich. Also ich hau hier auch nochmal die Warnung raus. Es kann sein, dass in diesem Stream auf jeden Fall heftige Beleidigungen fallen werden. Egal ob gegen Gegner oder gegen mich, euch. Das Spiel! Aber es ist auf jeden Fall normal, dass es hier ein bisschen lauter wird. Ich glaube, das Spiel ist auch einfach nur gemacht worden, um Aggressionen abzubauen und auszuleben. Na komm, schieß du Arschloch. Boah, ist das ein Freak. Piss dich, Mann. Okay, weiter, weiter. Wir haben zwar schon ein Leben verloren, aber wir sind jetzt zumindest schon mal hier. Piss dich. Scheiß auf die Münze. Scheiß auf die Münze. Ich habe keinen Bock auf diese Paradekacke. Das funktioniert bei mir nicht. Was wollen die jetzt mit den ganzen Eicheln? Ey! Kommt das immer wieder? Ja, das kommt immer wieder. Klasse. Ey, das ist so ein Gegner-Gespamme. Bruder, muss los. Hier, du kriegst jetzt die Karte. Zack. Aber geht nur einmal. Fuck.
Na, stirb doch! Stirb, 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 stirb! Okay. Okay, 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 hier kommt die Pflanze, das habe ich mir gemerkt. Da kommt noch eine Pflanze. Zack. Zack. Ah! Ah, die Coin. Nein, scheiß auf die Coin. Scheiß auf die Coin. Ich hab's mir überlegt, ich bin doch nicht geldgeil. Ist das das Ziel? Oh, yes! Wir waren da tatsächlich kurz vorm Ziel. Oh, damn! Wir hätten das auch im zweiten Versuch schaffen können. Stell dir das mal vor. Richtig eklig. Also bei mir laggt der Stream nicht. Ihr müsst einfach neu laden, denke ich. Puh. Es lädt, es lädt, es lädt. Eine Brücke erscheint. Und ich guck mal, was ihr so geschrieben habt. Im Superchat. Hype Master LOL hat 2 Münzen dagelassen. Pikachu Pika Pika hat 5,45 dagelassen. Kannst du dir vorstellen, Undertale oder Persona 5 zu zocken? Nee, leider nicht. Das ist nicht so mein Ding. Ndeluxe SL, 2 Münzen. Frohe Ostern und viel Glück. Danke dir. Dennis D, 2 Münzen. Wie schwer war für dich der Secret Boss, Bowser X? Keine Ahnung, guck das Video an. Dann wirst du es sehen. GG, GG. Es laggt hart. Digga, bei mir wird überhaupt kein Lag angezeigt. Ist vor allem sehr, sehr schwer, überall den S-Rang zu bekommen. Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt sind 100%. Wie bekommt man dann diesen S-Rang? Kommt das einfach darauf an, dass man alle Leben hat und dass man alle Münzen gesammelt hat? Oder was ist da ausschlaggebend? Oh, mein WLAN ist so ein Cancer. Ich kann meinen Stream gerade selber nicht kontrollieren. Gucken wir erstmal in den Shop rein. Was gibt's denn da so für Sachen? Schwarzes Laden. Betreten. Jäger, Ex-Chaos-Orbit, hohe Reichweite und wenig Schaden, kein Zielen erforderlich. Es läuft flüssig, nein, es läuft flüssig, es laggt nicht. Ja eben, ich sehe auch keine Lags. Entschuldigung, wie gesagt, bin noch ein bisschen krank. Dann ein Herz, zusätzlicher Trefferpunkt, auf Kosten deiner Angriffskraft gibt es einen zusätzlichen Trefferpunkt. Oh nee, auf Kosten der Angriffskraft. Gibt es auch irgendein Item, wo ich nur profitiere? Kartätsche. Acht Leute, kurze Reichweite und hoher Schaden, wenn du nah an deinem Ziel dran bleibst. Rauchbombe, unsichtbares Sprinten, du erleidest beim Sprinten keinen Schaden, tolles Verteidigungsmanöver. Ist das dann dauerhaft aktiviert? Wenn ich das jetzt kaufen sollte, oder ist das nur einmal oder für ein Level? Komm, wir probieren es aus. P-Zucker, automatisches Parieren, die erste Parade erfolgt automatisch, du musst dazu nur springen. Ja, auch geil, gib her. Kaffee hätte ich auch sehr gerne, aber kein Geld mehr. Weil ich, Schisser, mich nicht getraut habe, die anderen Münzen mitzunehmen. Mist. Hey, um Einkäufe zu benutzen, muss man sie ausrüsten. Seht auf euren Ausrüstungskarten nach, ihr Penner. Ah, okay. Also ist es dann doch nur für ein Level, ja? Ja, okay. Wobei einer schreibt dauerhaft. Die Bosse werden sauhart. Ist mir klar, ja? Hier. Die Rauchgranate ist nur zu empfehlen, damit kann man mit dem Dash ausweichen. Es wirkt echt dauerhaft, ja? Okay, krass, Digga. Dann nehmen wir das auf jeden. Und der Zucker? Ist der Zucker auch dauerhaft? Oder kann man nur... Ach, man kann nur eins! Okay, dann ist das aber krasser, weil... Man nimmt beim Sprinten keinen Schaden. Hallo, wie krass ist das? Das nehmen wir auf jeden Fall. Ist das hier unten? Warte, ich springe da besser nicht runter, sonst komme ich nicht mehr hoch.
Das ist ein komischer Baum. Tückischer Schleim. Schwierigkeitsgrad, normal oder leicht? Ist das ein Boss oder was? Wir machen erstmal normal, wobei normal in diesem Spiel schon schwer ist. Es gibt kein leicht hier. Okay, es ist zwar sehr, sehr geil, dass es dauerhaft ausrüstbar ist, aber es ist nur eins möglich. Oh, es ist echt ein Boss, oder? Oh mein Gott. Ja, lol. Okay, aber das ist gar nicht so schwer, warte. Es ist quasi wie Gnorty von Donkey Kong Country 1. Wobei, jetzt... Ja, klar! Was war das für ein Move, bitte? Sein Angriff ist overpowered, aber der Rest geht klar. Ja, der Rest geht klar. Man kann ihn halt leider nicht so häufig treffen. Sprich, da wäre die Waffe aus dem Shop, die auf kurze Distanz übelst viel Damage macht, die wäre hier perfekt. Ach, du kleiner Fuchs. Yeah! Komm schon, wir müssen ihn noch killen, wir müssen ihn noch killen. Wir müssen ihn killen. Was macht er denn jetzt? Ich glaube, er haut irgendein Special raus. Oder wird einfach nur größer. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Okay, okay. Er hat aber nur Nahkampfangriffe, wie es aussieht. Lol. Ja, ich habe jetzt den Dreh raus, aber halt nur noch ein Leben. Das ist das Problem. Oh nein! Nein! Ich dachte, der Arsch springt. Ey, was sagt einem eigentlich diese Linie? Zeigt die einem an, wie weit man gekommen ist? Wenn, dann hätten wir jetzt gerade mal die Hälfte seiner KP abgezogen. Alles klar! Betrug, musst du einen neuen Account erstellen, nur für den Stream. Wie gesagt, also wenn der Stream nicht lädt, dann... hat das nichts mit Blocken oder so zu tun, sondern du hast einfach einen Verbindungsfehler. Der hier ist ein Zwischenboss, schreibt einer. Parieren. Wie will ich den parieren? Der ist blau. Also wenn, dann... zack. Mit dem Huschen. Wir haben es ja auch eine Zeit lang echt gut gemacht, aber... leider erst, als ich nur ein Leben hatte. Ich empfehle die zielsuchenden Schüsse. Naja, das Ding ist, ich habe jetzt kein Geld mehr. Ich kann mir nichts mehr kaufen. Ja, das zeigt den Fortschritt an. Shit, dann waren wir ja echt erst bei der Hälfte. Aber okay, komm. Der ist nicht so brutal. Wir haben die ersten zwei Leben halt hergeschenkt, leider. Gut, jetzt kann er relativ weit springen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Der ist doch vorhin auch einfach weitergesprungen, als er da an die Wand angedischt ist. Wieso ist er jetzt gerade runtergefallen? Oder sieht er, dass ich unter ihm bin? Warum hat das dann vorhin so gut funktioniert? Okay, einer hat noch geschrieben, dass er drei Phasen hat. Jetzt haben wir offensichtlich die erste überstanden. Kommt die zweite. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Mal springt er gegen die Wand und landet dann direkt auf mir? Und mal denkt er sich, och, Bruder, komm. Weiter geht's. Du hast das erste Level vergessen mit der Blume. Du kannst die Fragezeichen parieren. Was für Fragezeichen denn? Ach, Lava! Neuer Start, ey. Du kannst die pinken Fragezeichen parieren. Okay, gut, aber was bringt das? Weil die macht er doch nur, wenn er sich verwandelt, oder? Das juckt doch nicht. Stellt euch das mal als Let's Play vor. Oh Gott. Das wäre ein einziger Zusammenschnitt von Fails. Okay, jetzt läuft's ganz gut. Komm. Verwandel dich, du Arsch. Jetzt bleibt er schon wieder stehen. Boah, ich hasse ihn. So, wieso kann ich das... Ja, ich hätte es nicht machen sollen. Das zu parieren bringt mir doch gar nichts. Ach doch, das Einzige, was es bringt, ist... ich krieg Karten. Stimmt, ich krieg Karten. Aber ich habe das jetzt für ein Leben geopfert. Hat sich also nicht gelohnt. Fuck! Oh, ich sollte die offene Flasche vielleicht lieber ein bisschen weiter wegstellen.
Mann, wir kriegen nur die Hälfte hin. Das gibt's doch gar nicht. Nutzt die Karten. Ja, hab ich ja. Aber das nützt nichts. Defensiv spielen. Versuche ich ja. Aber ich spawn manchmal in ihn rein. Weil er einfach so stehen bleibt. Oder auch einfach mal einen random Longjump ausführt. Wie gerade. Pass auf, in der dritten Phase wird er schneller. Schafft den wahrscheinlich eh nicht. Anfangs, nach dem ersten Versuch, war ich noch positiv, aber mittlerweile, glaube ich, kriegt er nicht hin. Zumindest nicht mit dieser Standardwaffe. Ich brauche diese, die auf Nahkampf ausgelegt ist. Okay, man kann manchmal bei dem Huschen nochmal zurücklaufen. Und so gegensteuern. Dann spawne ich vielleicht nicht in ihm drin, wenn ich das mache. WTF. WTF! Was? Alter, eine Scheißfresse, ey! Was für ein abgefuckter Bullshit! Vor allem, der guckt auch noch so fröhlich, ne? Was guckt der so fröhlich? Der soll verrecken! Er rückt mir doch nicht so auf die Pelle, du Arsch! Ich gebe eine Anzeige wegen sexueller Belästigung. Es reicht mir jetzt! Du Wichser. Ach, fick dich! Ich habe keinen Bock mehr. Ich mache gleich ein anderes Level. Der ist viel zu overpowered, der Bruder. Aber warte, man konnte ja noch auf leicht stellen. Ich glaube, ich versuche es mal auf leicht. Die Musik ist zwar schön, aber die triggert auch unendlich. Ach, brauchst du gar nicht weitermachen. Wenn du nicht alle drei Leben bei der zweiten Phase hast, dann brauchst du gar nicht weitermachen. Was mich halt irritiert ist, wir haben eigentlich die zweite Phase in den Anfangsversuchen relativ easy erreicht. Und jetzt geht plötzlich gar nichts mehr. Es geht einfach gar nichts mehr. Ich hab's doch noch abgebrochen! Ach, du dreckiges das! Wenn er angreift, nah ran und ducken. Warum das denn? Das wird ein lustiger Stream, für uns natürlich. Titel würde anstatt Let's Play, Let's Fail stehen. Auf jeden Fall, Mann. Let's Rage eigentlich. Auf leicht hat er nur zwei Phasen. Wenn er boxt, kannst du dich ducken. Okay, aber davon hab ich nichts. Ist doch besser, wenn ich weit, weit wegstehe. Du kleiner Wie... Komm, jetzt zweite Phase. Ich bin jetzt aggro. Aber das ist ein gutes Zeichen. Dann bin ich manchmal ein bisschen besser. Zweite Phase. Los, 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 los. Schon. Okay. Ja! Okay, super Attacke gefressen. Und nochmal. Ach so, ihr meint, wenn ich einfach zu nah an ihm dran bin, dass ich mich dann ducke bei der Boxattacke. Okay, mache ich. Momentan ist die Devise aber gar nicht so nah ranzugehen. Trotz dieses Huschers hat es nicht funktioniert. Fuck, gib's ihm jetzt, komm schon. Mann, ich habe alle meine Specials verbraucht. Ich habe noch nicht mal die letzte Phase erreicht. K-
kannst beim Ducken auch Damage machen. So. Ja, gut. Ich bin momentan in der zweiten Welt. Ja, auch nicht weit gekommen, oder? Aber mir tut mir so leid. Ich tue mir auch gerade sehr leid. Frohe Ostern, danke fürs Vorlesen der Texte im Game. Ein Problem, Patrick D. Von diese Ultis, die bringen ja scheinbar auch kaum was. Also so stark sind die auch wieder nicht. Wenn wir jetzt noch nicht mal die letzte Phase erreicht haben. Auch wenn es knapp war. Macht man beim Zielen eigentlich mehr Damage? Weil es hieß ja, dass beim Zielen irgendwie achtfacher Shot rauskommt. Macht das mehr Schaden? Ich glaube schon. Also wenn man R gedrückt hält, meine ich. Das Fliegen zwar... Ja, das war jetzt nur so ein Ausprobieren. Ja, doch schon. Das macht ja bedeutend mehr Schaden. Ich mache das jetzt mal mit R gedrückt halten. Weil ich glaube tatsächlich, dass man dann mehr Schaden macht. Ach, Schloch, Dreckiges, lass mich in Ruhe. Oh, wie der sich cool fühlt, ne? Wie der sich cool fühlt. Zack, 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 bam, 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 bam. Oh, fuck. Okay, aber gleich die zweite Phase. Ja. Fuck Bullshit! Abgefuckter Bullshit! Wenn du 5 Special-Karten hast, kannst du einen Mega-Angriff machen, der super viel Schaden macht. Ich hatte doch schon mal 5. Du willst nicht in die zweite Welt kommen. Glaube ich auch, ey. Wie oft bist du schon gestorben? 20 Mal? Keine Ahnung. Achtfacher Schuss heißt nur, dass du in 8 Richtungen schießen kannst. Hoffnung dahin. Hier in der Mitte zu bleiben. Aber es ist jetzt schon so ein Ehrgeiz auch da, dass man es unbedingt schaffen will! Okay, nochmal volle Konzentration. Ich versuche jetzt mal 5 Karten zu sammeln, ja? Wo hast du dich denn hingeportet, du Hure? Mach doch häufiger diesen Scheißangriff. Das ist okay. Jetzt wartet er wieder so einen Arschloch. So, die letzte Phase erreicht wurde. Ja, was? Erfolg freigeschaltet? Okay. Was ist das? Ich habe jetzt volle Karten, oder? Wie mache ich diese Ulti? Er macht sie gar nicht. Das war der ganz normale Hadoken-Angriff. Obwohl meine Karten voll waren. Boah, ist das Arschloch. Digga. WTF. Alter, ist das krass! Nee. Nee, 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 nee.
Leck mich nieder. Spiel einfach die einfache Variante. Jo, werde ich jetzt auch probieren. Das ist mir zu heftig. Das ist zu geistesgestört. Völlig, völlig an der Realität vorbei. Das ist der erste Zwischenboss? Alter! Nee! Was ist denn mit den Entwicklern bitte los? Ticken die noch ganz sauber? Was? Diese fünfte Karte hast du noch nicht, das erlernst du ja später. Boah, muss ich los nach dem Stream. Ohne Scheiß. Stirb doch, du Arschloch! Wieso guckst du in die falsche Richtung, Digga? Ich weiß, es ist nur Easy Mode, aber es war trotzdem heftig. Einen super Angriff kannst du erst später im Spiel machen. Was ein kranker Mist. Freue mich schon auf die nächsten Bosse. Mir reicht schon komplett nach dem einen da. Nein. Das Spiel besteht hauptsächlich aus Bossen, schreibt Noah Wells über Superchat. Ja, klasse. Nicht vergessen, Seelenverträge könnt ihr nur in regulären Kämpfen gewinnen. Und jetzt ab mit euch. Wie reguläre Kämpfe. Meint ihr, ich muss es auf normal schaffen, um diesen Vertrag zu bekommen? Ansonsten habe ich das Level zwar geschafft, aber ja auch nicht. Auf einfach kommst du nicht weiter. Laber. Aber nicht. Also hat nicht irgendjemand noch was geschrieben von wegen Blumenlevel? Hä? Das war jetzt First Try. Ja, ja, schon, aber selbst wenn ich in dem normalen Modus so weit komme, er hat ja noch eine ganze Phase, wo er angeblich noch schneller wird und ich habe ja schon bei der Geschwindigkeit dieses Dicken komplette Probleme. Nach 21 Devs hast du den ersten Zwischenboss geschafft. Yay! Der Boss unter dir ist einfacher. Wer? Der hier, der Dieb? Oder was ist hier eigentlich? Die Wurzelmeute in Botanikpanik. Ja, es scheint auch ein Boss zu sein. Was? Ja, das meinte er. Du musst es in normal schaffen. Einfach ist nur zum Üben. Können mich doch jetzt nicht zwingen, diese Kacke auf normal zu spielen. Easy Mode ist keine Seele. Alles klar. Bräuchte ich jetzt statt Cola eigentlich einen Wodka zum Sprudeln? Man muss jeden Boss schaffen oder kann man auch welche skippen? Weil wenn, würde ich das bei dem auf jeden Fall gerne machen. Und wir probieren jetzt mal den anderen da, der angeblich einfacher ist. Dieser Boss ist easy.
Da werden wir sehen. Ich glaube, ihr verarscht mich eher. Oder? Mal gucken. Ja gut, wenn man hier echt nur so drüber springen muss, dann ist es tatsächlich easy. Auf die Schlange kann man parieren, ne? Ja, habe ich auch gerade gecheckt. Ist das später als nie, Lul. Was macht er jetzt? Okay. Oh, eine Zwiebel. Ist ja lustig. Boom, 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 boom. Oh, er heult. Fuck. Und trifft mich mit einer seiner Tränen. Man kann theoretisch auch auf den Tränen parieren. Okay. War ein bisschen zu crazy. Zwiebel ist tot. Oh, Karotte. Was macht die Karotte? Beziehungsweise... Der zielsuchende Karotten! Hey, wie kann ich ihn denn verletzen? Lol, was? Und nach oben schießen, oder was? Ah, ja, tatsächlich! Ich check's erst jetzt, ich dödel. Nach oben schießen, boom, 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 boom. Oh my goodness. Okay, crazy. Ist aber tatsächlich viel einfacher. Komm, gib ihm. Volle Dröhnung. Als ob er noch lebt. Ist auch ein bisschen belastend, dass du keine Lebensanzeige der Gegner siehst. Klar, nach einem Fail schon, aber nach einem Fail juckt mich das ein Scheiß. Stirb! Oh Mann, das soll sterben, sag ich. Ja! Okay, easy first try. Aber warum bitteschön ist der hier tausendmal einfacher als der obere? Das sind Würmer, keine Schlangen. Stimmt, hast recht, macht mehr Sinn. Das sind Würmer. Schlange, alles klar. Ah, Leute, ich kann da nicht drauf achten, ja. Ich muss einfach schauen, dass ich nicht getroffen werde. Ich habe das nur so im Augenwinkel gesehen. Irgendwas Langes so, rosa. Mein Dödel ist es nicht, also kann es nur Schlange oder was ist es denn? Wie in Zelda, aufs Auge. Ja, tatsächlich. Ja, jetzt haben wir einen Soul Contract. Die Wurzelmeute. So, komme ich jetzt trotzdem weiter? Also habe ich quasi die Wahl zwischen den beiden Bossen? Oder muss ich den jetzt echt noch machen? Ich schaffe das nicht. Der ist auf jeden Fall viel zu krass. Ach ja, auch wenn hier viele Tränen fließen, man kann Likes da lassen, um die Motivation zu erhöhen und die Tränen zu trocknen. Nein, man muss alle Bosse schaffen, um weiterzukommen. Ja, super. Dann ist der Stream beendet. Tschüss. Ohne Scheiß, ich schaff den nicht. Also jedenfalls nicht innerhalb der nächsten Zeit. Die Musik ist echt geil, großartig. Ja, die trollt aber auch ein bisschen so. Wenn du hart am Failen bist, dann geht die dir schon teilweise auf den Sack. Was ist das hier? Oh, schon wieder ein Boss. Ribby und Quack. Drama im Nap-Lokal. Tja, dann geben wir uns das mal, wa? Also, zwei Boxer. Ja, moin. Junge. Ich versuche auf die rosanen Hadouken zu parieren, aber das ist doch kaum möglich. Du weißt doch gar nicht, wann die kommen. Oh shit, was kommt jetzt für ein Mist? Kommt der zurück? Oh ne, die teilen sich auf. Haben die eigentlich eine gemeinsame Lebensanzeige? Oder reicht es, einen anzugreifen? Oh, es ist ein Scheiß! Crazy shit! Also wenn der eine bald nicht stirbt, dann muss ich los. Was? Sie fusionieren? Aha. Hey, das macht irgendwie keinen Damage, kann das sein? Wieso macht das keinen Damage, Bruder? Meine Hadouken fliegen einfach ins Nichts. Junge, übertreib doch noch mehr! Wie kann ich dem denn schaden?
Und dann... Ich kapier's nicht. Ich glaube, er nimmt nur Schaden, während er angreift. Kann es sein? Wir hatten's fast. Habe ich das wenigstens richtig gesehen, Chat? Dass man ihn nur verletzen kann, wenn er selbst angreift? Bin am Überlegen, es mir zu holen. Würdest du es empfehlen, nach deinen ersten 45 Minuten circa? Wenn du dir darüber im Klaren bist, dass du das Spiel lieben und vor allem hassen wirst, dann ja. Muss los. Ja! Also was der gespammt hat am Ende, ist nicht mehr normal. Vielleicht kann man auch am Boden sprinten. Selbst wenn, das, bei dem Gespamme bringt es gar nichts. Man muss oben drüber. Gib den Kamehameha und die sind weg. Nee, die ersten zwei Kamehamehas, die ich rausgeballert habe, die haben ja irgendwie überhaupt nichts gebracht. Du schadest ihm, wenn er Angriff macht, ja. Wenn die ersten zwei Kamehamehas getroffen hätten, wäre er vielleicht tot gewesen. Aber das... kann man beim ersten Versuch ja nicht wissen, dass er sich nur verletzen lässt, wenn er selbst austeilt. Aber wenigstens haben die beiden tatsächlich eine gemeinsame Lebensanzeige. Und der Anfang ist noch gut machbar. Aber die zweite Phase, die ist schon schwierig. Da hatte ich auch sehr viel Glück, muss ich zugeben. Komm jetzt. Gott, krüppel hier nicht rum am Anfang. Genau, da muss ich mehr rausholen. Das ist aber auch super schwer. Als ob. Ich glaube, hier am Anfang werde ich jetzt mal noch keine Hadoken spammen. Die spare ich mir für die zweite und dritte Phase. Kommt er jetzt, oder was? Nee. Das kann man kaum treffen, diese rosanen Dinger. Aber jetzt. Okay, es ist voll. Dann hau ich mal eine raus. Okay, zweite Phase, ne? Zumindest ist es für mich die zweite Phase. Boah, ist das eklig. Ist das ein ekliger Scheiß. Nein, fuck! Brauch mindestens zwei Leben beim letzten Gedöns. Na komm, fusionier. Macht er? Okay. Aber es ist trotzdem heftig. Ist so heftig. Okay, danke. Pass auf. Was war nochmal Tiger? Oh, die Scheiße. Wo vorhin krepiert sind. Sieht so einfach aus, aber ist es nicht. Ich komme kaum an ihn ran, um die Hadoken zu spammen. Okay, einer hat getroffen, einer hat getroffen. Nein! Da ist das andere besser. Ich befürchte, wir werden nochmal sterben. Nein, nicht nochmal Tiger. Ich habe keinen Bock auf diese Attacke. Mach die andere! Mach doch bitte die andere! Anstatt mir deine Hustenschleimbälle da entgegenzuhauen. Kannst du behalten den Mist? Ich wollte doch nur parieren. Aber die kriegen wir, die Bastarde. Wir sind sogar noch mal ein bisschen besser. Weißt du, hätte er die andere Attacke gemacht, die, wo so viele Plattformen kommen, hätte ich schön Hadoken spammen können und seinen Schwanz und dann wäre er gestorben. Aber so...
kurz auf, dass du dich nicht in den grünen Frosch reinportest. Ah, hab ich geguckt. Wenn ich trotzdem verreck, dann nützt es nichts, ey. Er hat die falschen Attacken rausgehauen. Bei der anderen hätten wir ihn safe gekillt. Schloch. Langsam hätte ich auch wieder Bock auf ein normales Level. Aber ja, ihr habt schon gesagt, das Spiel besteht größtenteils aus Bosskämpfen. Alles klar. Dann muss ich das wohl so akzeptieren. Okay. Oh. Hier. Das ist sehr Quatsch. Vielleicht können wir sogar mal mit allen drei leben. Ich hab nichts gesagt. Jetzt mach bitte das Richtige, ja? Okay, ich glaube Frosch war das. Ja. Genau. Zack. Zack. Nein, jetzt bin ich dazwischen gefallen. Oder als ob. Ruhepuls, ja. Will ich doch zu viel? Soll ich am Ende nur mit Standardangriffen spielen und ausweichen? Und die Hadouken lieber auf die ersten zwei Phasen aufteilen? Frag mich gerade echt, ob das vielleicht besser ist. Auf die zweite Waffe. Ja, wieder, ich habe doch kein Geld. Oder habe ich Geld für die Bosskämpfe bekommen? Kann sein, ja. Also wenn das jetzt länger nichts wird, dann schaue ich mal nach. Aber eigentlich habe ich ein gutes Gefühl bei denen. Tatsächlich. Das sind nur zwei Lurche, die können nicht viel. Ha! Ich wollte parieren! Ich glaube, das Spiel ist die schönste Selbstverstümmelung, die man so im Gaming-Bereich anwenden kann. Also, auf jeden Fall, wer drauf steht, sich selbst zu verletzen und so. Nur Spaß jetzt, ne? Dann gönnt euch das Game. Nur Spaß. Nur gechillt bleiben. Asi-Witze gehören auch dazu. An einem Asi-Game. Ja, doch, stimmt. Ich glaube, es ist wirklich besser, wenn wir hier die Hadouken spammen, weil dann haben wir in der letzten Phase vielleicht drei Leben. Und das ist Gold wert, wenn das klappen sollte. Oh Gott, es ist aber auch häufig echt knapp. Und ich spawne in den blöden Arsch rein da. Darf doch nicht wahr sein. Oh, ich kotze. Hä, was ist denn das jetzt? Jetzt kommt was Neues. Okay, das ist ja das Gechillteste. Trotzdem. Warum kriegen wir den nicht down? Warum kriegen wir den nicht down? Ich spiel mal Feldstecher. Danke, nein.
Wow, what the? What the? Holy shit! Komm, lass mal krass performen jetzt. Mit allen Leben letzte Phase, gib ihm. Ja, schön, spam jetzt. Krass. Krass. Okay. Komm, das muss es sein jetzt. Das muss es sein jetzt, Alter. Jetzt müssen wir es schaffen. Oh, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Was? Das ist nicht zu glauben. Das ist nicht zu glauben. Noch möglich, es ist noch möglich. Bruder. Geh doch runter, du Arsch! Ja! Du Blecheimer! Verrecke! Yes! Boah, ich schwitze übrigens, ne? Oh mein Gott. Note B. Das letzte ist ein Glücksspiel, das gewinnst du bekannterweise nicht. Diesmal schon! Aber dieser erste Boss da oben... Den schaffe ich nicht. Okay, gut, wir können mal gucken, ob es vielleicht mit einer anderen Waffe geht. Aber ich habe ja echt kein Geld. Man kriegt kein Geld dafür. Ich wäre ein Idiot, wenn ich meine Kohle zur Bank bringen würde. Wahrscheinlich treibt der Teufel auch dort sein Unwesen. Die bekommen mein Gold nie, wenn ich es überall gut verteile. Und sollte irgendjemand ein, zwei Münzchen finden, schön für ihn. So sehe ich das. Ich will auch Geld. Und wir kommen jetzt wirklich nicht weiter. Verschwindet, Geister. Oh, Moment, ihr seid echt? Wollt ihr euch gerade mit der Parade angreifen? So wird man nämlich mit den Geistern hier fertig. Nur Hohlköpfe schießen auf Sachen, die gar nicht da sind. Wo wir gerade bei Fehl am Platz sind, würdet ihr bitte verschwinden? Ihr verschreckt die Fische. Oh, moin. Danke für den Hype im Chat, für den Sieg. Aber ja, das mit dem ersten Boss ärgert mich, ne? Das mit dem ersten Boss ärgert mich. Auch danke für 3000 Zuschauer. Und ich glaube, über 1000 Likes. Nach 29 Devs 3 Dinger geschafft. Das ist eine gute Quote, oder? Ich habe quasi ein Level pro 10 Fails geschafft. Okay. Was haben wir hier für ein Quatsch? Das ist die Bank? Mausoleum ist das. Ach, deswegen Geister. Macht Sinn. Ist das jetzt dann ein Level oder ein Boss? Nee, ist ein Level, weil man hatte keinen Schwierigkeitsgrad Auswahl. Oder? Oder? Was ist das? Geister! Ganz viele Geister! Das scheint ein Minispiel zu sein. Naja, vielleicht können wir hier Geld gewinnen, das wäre ganz krass. Aber... irgendwie viel zu easy. Ich habe gar kein Problem bis jetzt. Man muss ja nur parieren. Also das Level hätten sie eher so an den Anfang des Spiels packen sollen. Quasi als Parier-Tutorial. Das wäre irgendwie besser gewesen. Was ist das? Ihr angelt sich einen Freund. Guter Witz. 1500 Likes sogar. Okay, heftig. Jetzt kommen Geisterlevel.
Ist ja fast schon ein bisschen langweilig. Was? War ich jetzt zu langsam? What? Also es ist das Einzige, was ich mir erklären kann. Ich war denen wohl zu langsam. Es hat der letzte Geist gefehlt. Dabei wollte ich ihn gerade töten. Ich habe schon gedrückt gehabt. Ist doch nicht dein Ernst jetzt hier. Also das ist ja wohl... der größte Troll-Moment ever. What the hell? Ach, du musst die Vase beschützen, schreibt einer. Ach so! Deswegen stand er am Anfang auch Help und der hat die anscheinend berührt gehabt. Dabei wollte ich ihn gerade töten. Nee. Als ob! Der letzte Geist hat's vorhin. Oh, hallo. Mann, oh Mann. Ich weiß gar nicht, wie ich euch für meine Befreiung danken soll. Wo sind bloß meine Manieren? Ich hab mich ja nicht mehr vorgestellt. Ich bin der legendäre Kelch. Schön, euch kennenzulernen. Ich wurde auf der Suche nach Magie von diesen Geistern eingesperrt. Wo wir gerade von Magie sprechen, bitte nehmt dieses Geschenk. Es wird euch helfen. Auf der Tintenfassinsel gibt es noch mehr Mausoleen. Ich frag mich... Was fragst du dich? Und was hast du mir gegeben? Irgendeinen benebelten Tee. Nur, was bringt der mir? Du hast ein neues Super freigeschaltet. Aha. Meine Güte, nicht vergessen, dass Superkünste vor dem Einsatz erst im Menü ausgerüstet werden müssen. Ach, eine Ulti? Okay. Energiestrahl, ein fieser Angriff, schießt aus deinem Kopf. Nur horizontal, Boden oder Luft. Und wie wird es aktiviert? Hm? Wie wird das jetzt aktiviert? Es gibt insgesamt 3 von denen. 3 super Moves, ja, habe ich gesehen. Ja, klasse. Ich fürchte, Leute, wir müssen uns diesem Scheiß hier nochmal stellen, weil wir kommen anscheinend echt nicht weiter. Oh, warte mal, hier, was ist da? Was ist denn da? Wie bitte? Ihr wollt auch mal mit dem Flugzeug fliegen? Ha! Ihr kommt erst ins Cockpit, wenn ihr diese Baupläne studiert habt. Flugzeugbauplan. Okay. Eine Superattacke. Ja, aber wie löse ich die aus? Oder ist sie jetzt quasi der Ersatz für die Hadouken? Oh, warte mal, was ist jetzt hier? Y-Schuss. Halten für Schnellfeuer. A-Special. 1 Meter. X-Angriff. Voller Meter. Superbombe. Okay. B. Parieren. Jederzeit drücken, um die pinken Objekte zu annullieren oder mit ihnen zu interagieren. X-Mini. Gedrückt halten, um kleiner und schneller zu werden. Ausgerüstet mit Mini-Kugeln. Ah, man kann es üben. Okay. Mini-Kugeln? Ach so. Aha. Aha. Bei 5 Karten. Okay. Die Ulti löst sich bei 5 Karten auf. Aus. Ich hab doch auf Starten gedrückt. Dann muss ich jetzt mit dir reden. Schätze mal, ihr seid bereit für die Lüfte. Dann mal los. Aber denkt dran, die Vögel, in denen ihr fliegt,
haben so ihre Kniffe. Eure coolen Bodenangriffe funktionieren da oben nicht. Wobei, ihr könnt immer noch parieren, wie die Großen. Denkt dran, euch im Ernstfall zu schrumpfen. Aber Vorsicht, wenn ihr klein seid, ist eure Reichweite kürzer. Dann mal viel Glück. Ich glaube, das eigentliche Level ist dann hier. Hildaberg, Gefahr am Himmel. Ja. Warte mal, ist das jetzt dann auch ein Boss? Wenn, dann habe ich den, glaube ich, sogar schon mal gesehen und der ist, glaube ich, super schwer. Ich glaube, dass ich den schon mal gesehen und auch schon bekämpft, oder? Ist das der? Es kann sein. Also ich habe mal... Ach du Scheiße. Ich habe mal einen Gegner gesehen, wo man im Flugzeug war und da dachte ich mir einfach so... Das Spiel spiele ich nicht durch. Weiß jetzt nicht, ob das die war, aber... Ja, natürlich! Auf jeden Fall ist die nicht so easy. Alter, was? Diese Moves sind brutal! Und so plötzlich ausgelöst auch noch. What? Plan schon mal die nächsten 20, 30 Minuten ein für den Shit. Ist das der schwierigste Boss dieser Welt? Also bis jetzt zumindest. Doch, ich würde schon sagen, dass das nochmal ein bisschen schwieriger ist als dieser andere Trottel, wo ich so am Failen war. Lustig wäre es, wenn wir das schaffen. Die andere nicht. Ja, der Boss ist mega krass. Sie ist sehr schlimm. Okay, dann war das vielleicht doch der, den ich gesehen habe. Oh nein. Ist es dann vielleicht schon der Finalboss der ersten Welt? Ich weiß es halt nicht, ne? Alter. Nee, ich kann nicht mal den Chat lesen. So. Das ist so brutal. Da muss man sich komplett auf den Kampf konzentrieren. Es gibt mehr als einen Flugzeugboss. Ja, auf jeden Fall ist sie heftig. Immer in Bewegung bleiben. Oh, und ich muss parieren. Ganz wichtig, wir brauchen die Ulti. Vorsicht, sie kommt zurück. Verwandelt sich in den Stier. Nicht zu viel wollen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in dem gesamten Spiel. Nicht zu viel wollen. Auch häufiger mal defensiv spielen und ausweichen, auf Distanz gehen. Das ist super wichtig. Und natürlich kriege ich genau in dem Moment auf meine Fresse. Hier, die Ulti. Die nicht getroffen hat. Okay, ich glaube, ich hätte bei dieser Bombe näher an sie rangemusst. Toll. Ja, das war's jetzt natürlich. Aber wir können zumindest mal schauen, was noch so kommen würde. Aber hey, wir haben fast die Hälfte erreicht, ja? Wie lange willst du noch streamen? 2 Stunden machen wir voll. Ich hoffe natürlich, dass wir diese 2 Bosse, die noch übrig sind, noch schaffen werden, aber es wird echt heftig. Pro Welt gibt's 5 Bosse. Okay, dann bleiben uns ja wirklich noch 2 und das hier ist dann wohl der Finalboss der ersten Welt, sozusagen. Ich muss jetzt aber jetzt ganz dringend checken, wie diese Bomben-Ulti von mir funktioniert. Ich glaube, ich muss aber einfach nur nah an sie ran. Mir gefällt der Move aber nicht. Ganz blöder Moment leider. Ach komm! Der Boss ist so schwer. Ja, ich merk's. Ich merk's. Und große Angst vor der letzten Phase, ey. Runter! Kann man noch ausweichen eigentlich? Ja, habe ich noch gar nicht gedrückt, ich dummes Kind. Wobei mich das, glaube ich, auch nicht gerettet hätte. Komm, wir nutzen den Versuch mal, um die Bombe zu testen. Aber ich glaube, das wird eh nichts mehr. Viel zu früh erstes Leben verloren. So, jetzt Bombe. In die Nähe. Wie löse ich es aus? Wie löse ich es aus? Oder muss ich einfach nur durchhalten hier? Wie funktioniert diese Bombe? Die hat ja wieder nicht getroffen. Das ist doch kompletter Müll.
Was ist denn das jetzt? Was ist das für eine Form? Was? 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 Ja, ach so, ja, na klar, Digga. Mhm. Okay, Leute, wie läuft es mit der Scheißbombe? Komm, sag mir mal. Kannst das ganze Spiel auf leicht spielen, nur den Endboss kannst du dann nicht spielen, schreibt jetzt einer. Also kann ich doch diesen einen Dödel, den wir da ganz am Anfang besiegt haben, jetzt abhaken oder was? Achso, wahrscheinlich brauchst du halt jede Seelennotiz da, diesen Seelenvertrag für den Teufel dann am Ende, ne? Was ist das? Frag ich mich auch. Einfach gegenfliegen? Meinst du? Ich hab 3 Stunden für den Boss gebraucht. Kamikaze-Bombe. Resette nicht immer. Lern die Phasen, auch mit einem HP. Hast eigentlich recht, Philipp Seid. Letzte Phase ist einfach. Irgendwie glaube ich das nicht. Du musst in sie reinfliegen. Tatsächlich? Okay. Oh, Baloo! Hat ein Fuffi vor 25 Minuten donettet und ich übersehe es die ganze Zeit. Es tut mir so leid, Baloo. Übungen auswendig lernen von den Angriffen ist das A und O, Domi. Ja, ja, ja. Deswegen hatte der eine im Chat auch recht, dass ich nicht immer sofort resetten sollte. Ja. Dann weiter. Versuchen wir es. Ich glaube trotzdem, dass wir sie schaffen können. Aber witzig, dass der erste Boss mir immer noch am meisten Sorgen bereitet irgendwie. Das darf halt nicht passieren. Das darf halt nicht passieren. Und ja, ich weiß, ich habe es wieder abgebrochen. Aber wenn es am Anfang schon scheiße ist, dann werde ich abbrechen. Wir haben ja jetzt auch schon bis zur, was weiß ich, 3., 4. Phase alles gesehen. Also bis zu diesen komischen Engelstänzern. Bis dahin wissen wir ja im Prinzip, was auf uns zukommt. So, hier einfach ein bisschen defensiver sein. Defensiver. Nicht auf die gleiche Linie wie sie. Oh, crap. War das knapp. Ausweichen ist hier das A und O. Und die Bomben-Ulti. Okay, ich hoffe, das hat jetzt auf jeden Fall gut Damage gemacht. Auch wenn es nicht so aussah, um ehrlich zu sein. Kann es eigentlich sein, dass sie diese Phase vorhin geskippt hat? Oh, ist das ekelhaft teilweise. Und die Scheiße kommt ja sogar wieder zurück. Was ein Dreck. Alter, hör auf. Oh. Zum Glück war das kein Treffer gerade. Ich hab mich doch geportet, was willst du denn? Geh, du Schlampe. Ich würde interessieren, wie weit wir jetzt gerade sind. Oh, sie weint, sie weint, sie weint. Was passiert? Ich glaube nicht, dass sie stirbt. Die verarscht mich nur. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, diese Bossphase habe ich gesehen. Das war das. Oh, what? UFOs. Sterne. Scheiße überall. Riesenkranke Scheiße. Nein! Nein, 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 nein. Was? Sehen wir es mal positiv. Wir haben die Phasen ausgiebig gesehen.
und können da jetzt drauf reagieren. Oh nein, und ich hatte die Bombe. Habe ich überhaupt nicht mehr drauf geschaut, weil sie nur noch irgendeinen Scheiß gespammt hat. Das ist mein Favorite Boss, schreibt Demontron. Seid ihr falsch, Demontron? Wie viele Welten und wie viele Bosse hat dieses Spiel eigentlich? Das tut richtig weh. Oh. Hört auf. Was ist denn der Controller eigentlich? Ich hab mich in den Controller geschmissen. Danke. Okay. Boah, ist das belastend. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Hätte ich, dummer Trottel, doch einfach die Bombe gedroppt, ne? Aber komm, jetzt klatschen wir die Alte. Jetzt klatschen wir sie. Warte, jetzt. Ich war noch einmal schon des Sounds. So, jetzt, komm. Kill sie! Das ist eine meiner Hassphasen tatsächlich. Dieser Stier. Bombe, Bombe, Bombe. Boom. Kann ich eigentlich während der Bombenphase verletzt werden oder kann ich da wirklich so suizidmäßig machen, was ich will? Oh, knapp. Was macht sie jetzt? Ah, diesen Scheiß. Ach, kann es sein, dass sie sich zwischen diesen beiden Wolkenengeln und dem anderen Blödsinn entscheiden muss? Dann ist mir das doch lieber. Komm, Bombe, 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 Bombe! Boom! Okay, es läuft sehr gut. Es... Halt einfach die Fresse. Aber sie weint jetzt schon. Letzte Phase, letzte Phase. Wir haben zwei Leben. Komm, wir schaffen sie auf jeden Fall. Was tue ich denn? Was tue ich denn? Gott, bin ich unfähig. Es ist komplett meine Schuld, weil ich dämlich bin. Das war doch... Es lag auf dem Saphir-Tablett. Ihr scheiß Herz lag auf dem Saphir-Tablett. Ich musste da nur noch reinstechen. Nie im Leben hätte das verloren gehen dürfen. Du stirbst jetzt! Mann, ich nur... 28 Bosse hat das Spiel, schreibt einer. Ja, moin. Wenn du in der Bombenphase getroffen wirst, nimmst du keinen Schaden, aber die Attacke trifft halt nicht. Okay. Also es ist quasi eine Absicherung. Gut. Ich mache dich jetzt so kalt. Pass auf. Ein Ende ist confirmed. Night Fury HD, danke für die Kanalmitgliedschaft. Fick dich. So, wir haben es doch schon geschafft. Wir haben es doch eigentlich schon geschafft! Fuck! Lass mich doch einfach den Punkt holen und geh weg! Geh weg einfach, du Dumme! Dieses Lachen, ne? Dieses Lachen! Lass doch einfach diesen scheiß Stier weg. Ich habe keinen Bock auf den.
Oh, Bruder. Ja, nimm. Yo. Oh. War noch kurz unverwundbar, glücklicherweise. Zack. Was kommt jetzt für ein Quatsch? Was macht sie von beiden? Ja, ist eigentlich beides scheiße, aber ich mag den sogar noch weniger als diese beiden tänzelnden Wolkenfrauen. Der Engel ist etwas gefährlicher. Aber überstanden offenbar. Und Bombe ist gleich ready. Bombe in your fucking face! So, 3 Leben. Und sie weint sicher gleich. Na komm, heul. Ja, so ist das schön. Shit. Parieren versaut. Wir brauchen jetzt ganz schnell die nächste Bombe und dann ist es Finish. Dann ist der Finish confirmed. Ich glaube, man muss hier in der Mitte bleiben. Das hat sich vorhin bezahlt gemacht. Oder einfach auf die UFOs achten, ein bisschen auf die Sterne im Seitenwinkel. Oh, crap! Nein! Scheiße, Bombe abgebrochen! Bombe abgebrochen! Ja! Trotzdem noch besiegt. Oh, ich kann nur wiederholen. Ich bin froh, dass ich keine Nachbarn habe. Die würden nicht so... Also ich habe schon welche, aber die hören mich nicht. Hoffe ich, denke ich. Hören mich ziemlich sicher nicht. Sonst würden die mich so hassen. Oh, WTF. Hier hat einer einen Freakout gehabt. Der Night Fury HD nämlich. 75 Münzen per Superchat. Immer eine kleine Spende von mir. Ich war all die Jahre nur ein stiller Zuschauer und wollte mich für die letzten 6 Jahre bedanken. Ich hoffe, ich kann dir deinen Frist so ein bisschen abnehmen. Frust meint er, glaube ich. Ja, hast du geschafft, danke. Oh, wie gesagt, sorry. Scheiße, mein Hals. Oh mein Gott. Danke dir. Hildaberg, down. So, und was ist jetzt? Würden wir weiterkommen? Scheinbar. Ärger in den Wipfeln. Sprinten und ballern. Das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Lord Renzo, danke für eine Münze. Gut gemacht. Danke. Aber wir hätten es vorher schon schaffen müssen. Das ist bitter, dass wir da noch 2-mal unnötig gefailt haben. So, ich glaube, das ist ein normales Level. Oder wieder so ein Minispiel. Schauen wir mal, was das ist. Aber wir lassen diesen ersten Boss jetzt tatsächlich einfach mal aus. Den haben wir auf leicht geschafft. Damit bin ich zumindest für diesen Stream hier zufrieden. So, also wir sollen sprinten und schießen. Ich mach das jetzt mal. Ja, moin. Aber blind sollten wir es dann auch wieder nicht machen. Was bist du für ein Specht? Aus dem Weg. Ey, aus dem Weg, Mann! Wie willst du denn hier vorankommen? Der Versuch ist schon völlig für einen Eimer. Sag mir, das war ein Sternzeichen. Sternzeichen? Hä? Here we go. Ey, das ist auch wieder so ein Level, wo du einfach nur ausrasten willst, oder? Was ein Rotz. Okay, trotzdem besser als vorher. Gut, das kann man aber auch erwarten, oder? Was brauche ich hier? In den Leveln selbst gibt es auch keine Heilung, oder? Ja, das ist schon eine eklige Scheiße gerade wieder. Night Fury LP, nochmal 25 Münzen. Das heißt, er macht die 100 voll. Junge, übertreib nicht, aber vielen Dank. Um die Zahl voll zu machen und gib nicht alles auf einmal aus. Weil ich sowieso nicht, ich muss Rechnung zahlen. Büro zahlen und so. Vielen, vielen Dank für den Support. Woody Red Woodpecker. Heißt der so? Der scheiß Vogel? Woody, aus dem Weg! Störst. Die seltsamen Marienkäferviecher kommen auch immer wieder, ne? Das bringt gar nichts, sie zu killen. Und wofür brauche ich hier eigentlich die Karten? Komplett unnötig.
Außer für die Münze da. Da brauche ich einmal was parieren. Aber hab's versaut. Ich hab's versaut. Ja, aber wurscht, solange ich da jetzt durchkomme. 11 des Levels haben wir bisher geschafft. Heftige Leistung, wa? Oh, neuer Rekord. Hier waren wir noch nie. Münze. Wendung ist da. Was sind das denn für eckige Spasten? Okay, hier brauche ich dann doch meine Karten, glaube ich. Zack. Killt den ja nicht mal. Ach, laber nicht. Als ob ich jetzt schon wieder getroffen wurde. Stirb doch. Komischer, hässlicher Baumstumpf mit dieser Cocknase. Ach, man kann nicht auf... Ich dachte, man kann auf den draufspringen. Also so langsam ist das Soltometer aber schon ziemlich hoch. Das sind Gürteltiere. Diese hopsenden Trottel da? Ach, egal. Das sind für mich alles Arschlöcher. Es sind doch Marienkäfer so zusammengepresste. Oder? Ja, als ob, das ist so random. Was kann ich denn dafür, wenn ich diese kleine... Es ist so random. Kannst die Schmetterlinge parieren. Okay. Scheinbar kann man wirklich alles parieren, was in irgendeiner Weise rosa ist. Yay, Erfolg! Bringt mich zwar nicht weiter hier, aber naja. Was soll's? Mach den Weg frei. Ja, wir sind gleich wieder bei den Baumstümpfen. Wenn die sich mal alle ausgetobt haben hier. Oh, wieso kommt denn jetzt schon so eine Biene? Okay, sie ist down. Ruhig bleiben. Ganz gechillt, ganz gechillt. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Stirb. Wo kommen die alle her? Wieso wurde die... Nicht getroffen. Ja, ich weiß, diese Stachelkugel kann man mit Sicherheit auch parieren, aber ist mir zu tricky. Ey, fuck it. Weißt du? Fuck it. Ganz ehrlich. Was für ein Rotz. Ich will einfach drüber springen, wie so ein ganz cooler Boy. Mach das jetzt auch. Aha. Okay, über die Hälfte des Levels und neuer Rekord, aber nur ein Leben. Belasto Flip! Stirb, 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 stirb. Heftig. Ich glaube, ganz oben ist das Ziel, oder? Ey, diese Bienen, die sind auch so random. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ist das das Ziel? Ist das das Ziel? Digga, wir dürfen jetzt nicht mehr sterben. Digga! Warte, 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 warte. Ich bringe einfach vorher am Arsch. Nee, ist nicht das Ziel. Was? Was geht hier ab? Wie soll ich jetzt da hinkommen? Okay. Oh lol! Nein! Hast du dir kein extra Herz im Laden gekauft? Könnte man machen für das Level, aber ich habe kein Geld. Ich habe einfach kein Geld. Kann es euch beweisen? Für die ganzen Bosskämpfe haben wir einfach nichts bekommen. Da, hier. Eine Münze. Mit RIP? Was klatscht dir so, die Scharte? Ich kann nichts dafür. Ich musste die Casino-Schulden abwehren. Jetzt muss ich sparen, um meine Klinge zu reparieren. Bitte hilft mir jemand. Muss diesen König Würfel eins auswischen. Das ist ein Boss? Wahrscheinlich ein Boss.
Ja, Leute, also ihr seht selber, ich kann mir nichts kaufen. Ich bin einfach zu pleite. Wir müssen uns da durchbeißen. Spare deine Attacken für das Ende auf. Da wartet ein Boss. In dem Level? Da ist noch ein Boss? Aha. So, so. Bitte ein Stream-LP. Auf keinen Fall. Ich würde Welt 2 wahrscheinlich nicht überleben. Bin happy, wenn ich dieses Level hier noch schaffen sollte. Das ist jetzt mein primäres Ziel. Mach doch kaputt, du blöder Arsch, Alter. Echt, ey. So ein unnötiges Leben verloren einfach. Ja, das ist wieder eine random Kacke, wo ich überhaupt nichts dafür kann. Mit dem einen Leben brauche ich jetzt auch nicht mehr irgendwas versuchen können. Wir versuchen durchzurennen. Wenn es klappt, ist geil. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber es klappt sogar echt. Fühle ich mich schon ein bisschen verarscht, aber gut. Ist dich. Wieso denn? Warum bin ich tot? Was ein Betrug. Du musst nur die Bosse schaffen, dann kommst du in die zweite Welt. Nur die Bosse. Trotzdem danke für den Tipp. Ich hasse es, wenn das passiert. Ich könnte dann so im Strahl kotzen einfach. Das ist noch ein leichtes Level. In Welt 2 und 3 werden die brutal schwer. Brutal krass. Wenn das als leicht gilt. Klar, mit ein bisschen Übung kommst du da auch gut durch und so, aber dennoch. Ich würde in Welt 2 und 3 einfach ausflippen. Ich bräuchte wirklich psychiatrische Hilfe dann. Oder jetzt schon. Ja, übertreib komplett, Bruder. Ja. Es ist Betrug. Es ist einfach Betrug. Unfair, lächerlich und Betrug. Durch, Mann. Und zerstör seine Existenz. Ja? Was von dem Keck da? Oh, shit. Mach kein Risiko jetzt, unnötig. Okay. Also die werden immer zerstört, wenn ich da drauf trete, oder? Diese Blätter. Man darf da einmal kurz drauf treten, aber nicht stehen bleiben. Ja, sieht so aus. Okay. Okay, hatte ich vorhin halt einfach Pech, weil ich mich porten musste in einer Notsituation. Und das mal so gar nicht funktioniert hat. Und ich glaube, jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Nee, es geht noch, es geht noch. Scheiß auf die Coin. Okay.
Was jetzt? Ach so, alles klar. Übertreib wieder. Jetzt werden die nicht zerstört, die Dinger? Kann ich jetzt stehen bleiben hier? Okay, aber auch nicht unendlich. Komm, bitte stirb, bitte, 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 bitte stirb. Bitte! Verreck! Ist er tot? Hallo? Was soll ich machen, verdammte Scheiße? Soll ich da rüberspringen? Ich muss los. Ich zittere und muss los. Dieses kranke Spiel! Oh, das Brutalste ist, du machst es gut und dann kriegst du so B-Rang und denkst dir dann so... Okay. Heftig, brutal heftig. Baloo! Nochmal 40 Münzen! Bitte nicht! Im Multiplayer ist das Game etwas einfacher, da kann man sich gegenseitig wiederbeleben. Oh, okay, das macht's tatsächlich sozial. Beim ersten Satz dachte ich mir noch so, hä, wieso? Das macht's doch noch viel schlimmer, aber okay. Wenn man sich echt wiederbeleben kann? Stimmt, das wurde uns sogar im Tutorial gesagt. Aber geht das wirklich unendlich oft? Krass. Das ist geil. Wie er ausrastet. Das würdest du auch, wenn du das 2 Stunden am Stück spielen müsstest. Und ich glaube, hier drüben erwartet mich noch ein Boss. Ja. Okay. Das hier ist das finale Level für heute. Versuch das noch zu schaffen. Der Stream ist geplant bis 18:30 Uhr. Ob es noch hinhauen wird, ich weiß es nicht. Wilde Flora klingt auf jeden Fall nicht leicht. Aber ist das jetzt schon Welt 2 eigentlich? Nee, oder? So, dann wollen wir doch mal sehen, was das Teil drauf hat. Okay, Samen spritzen, das kann ich auch. Das ist alles? Kaputt. Ach, geht das jetzt nicht mehr kaputt, oder was? Ah, doch. Okay. Ulti! Die Phasenänderung offensichtlich. Die erste Phase war easy. Oh Gott, was ist das? Wow! Sehr random mal wieder alles, aber ich komme klar. Down! Ohne Gegentreffer! Ja, moin! Das ist einfach, das schaffst du. Oh, Jojo, jetzt hat er mir wieder meinen ganzen Hype zerstört, weil ich so dachte, so jetzt sagen alle... Oh mein Gott, Rumtenno ist der beste Spieler ever! Und dann sagt er so, ja, ist einfach. Aber war trotzdem okay, ne? So für First Try kann man schon machen. Wurde der vereinfacht? Weiß nicht. Lol, Bug. Was ist ein Bug? Im Ernst? Der Boss war verbuggt? Als ob. Wobei die erste Phase kam schon ein bisschen seltsam rüber. Ist egal. Wir haben es trotzdem geschafft. So, Punkt. Ich hab mir das verdient, okay? Nach all den Leiden habe ich mir das verdient, dass der Boss gebuggt hat. Reg dich nicht zu viel auf, denk an dein Herz. Da muss ich durch. Ah, das scheint jetzt der Endboss zu sein. Oder das Portal, wo man... alle Seelenlizenzen braucht. Wir gucken mal. Hallo? Na, was ist das?
Ihr Jungs habt den Schuldnern ja gehörig eingeheizt. Ihr könnt weiter zur nächsten Insel. Da wartet noch viel mehr Arbeit auf euch. Ah, geil, wir können tatsächlich weiter. So. Jetzt mit der zweiten Welt aber noch anzufangen, macht keinen Sinn, oder? Ah, doch. Ein Level können wir noch reinpacken. Einfach auch, um zu sehen, um wie viel es jetzt schwieriger wird. Aber ich kenne viele, die bei Welt 2 schon aufgegeben haben. Eigentlich kenne ich niemanden, der das Spiel durchgespielt hat. Fällt mir gerade auf. Alle haben es irgendwann aufgegeben. Oh, Sequenz. Wartet, Jungs. Ein Glück, dass ich euch eingeholt habe. Vielleicht kenne ich einen Ausweg aus eurer Misere. Mein lieber Scholli, echt? Ihr macht euch. Bald könnt ihr es mit dem fiesen König Würfel aufnehmen. Vielleicht sogar mit dem Teufel. Oh Mann, echt jetzt? Allerdings, aber ohne die Seelenverträge könnt ihr gegen den Teufel nichts ausrichten. Nur dann habt ihr eine Chance, diesen Fiesling zu besiegen. Tut das Richtige, wenn es soweit ist. Oh, jetzt wird's bestimmt richtig scheiße. Alter, geh in den Shop. Stimmt, hast recht, aber es wird doch in Welt 2 auch noch einen geben, oder? Ist das jetzt so ein Jahrmarkt? Sieht ganz danach aus. Lalalalalala. Okay, ich kann den Shop wohl noch nicht erreichen. Probiert doch nochmal den Schleim. Hatte ich auch überlegt, aber ich glaube, es ist cooler, euch in diesem Stream jetzt noch neuen Content zu zeigen, anstatt einfach nochmal zurück zu diesem Boss zu gehen. Deswegen werden wir einfach das erste Level der zweiten Welt nochmal machen, also spielen. Und dann haben wir auch so einen Vergleich, um wie viel heftiger es jetzt wird. Aber es stimmt schon, beim Shop sollten wir auch nochmal reinschauen. Was holen wir uns da jetzt? Ich kenne immerhin eine Person, die es geschafft hat. Wie auch immer er das geschafft hat. So krass, oder? Ah, das ist das Zusatzherz. Zusätzlicher Trefferpunkt auf Kosten deiner Angriffskraft. Kaffee. Automatische Anzeigenfüllung. Superanzeige füllt sich von selbst. Plus deinem eigenen Teil. Krass. Reisel-Ex, Jumbo-Abpraller. Hohe Flächenwirkung, normaler Schaden, Rückwärtszielen für Max Reichweite. Weiß nicht, was ich mir da jetzt holen soll. Aber ich glaube, ich nehme das Zusatzherz. Ja. Tschüss. Echt peinliche deutsche Übersetzung. Ob denn? Sind die okay? Also, wir rüsten das Herz gleich mal aus. Okay, ein weiterer Treffer, aber weniger Schaden teilen wir jetzt aus. Ist doof. Mach den Boss bei der Achterbahn. Geh zum Teich. Ist kein Boss. Ich kann ja beides mal zeigen. Tatsächlich habe ich jetzt auch Bock auf den Boss. Also Achterbahn, wo ist das? Oder diese Pyramide, was ist das? Auch ein Boss. Jimmy der Große. Komm, wir machen den. Ich habe Bock auf Pyramide. Pyramide ist immer geil. Oh, ich hab Schiss. Tschüss! Oder wir schauen einfach mal in alle Level rein, die wir jetzt zur Auswahl haben. Oh, cooler Look. Ach, das ist nochmal so ein Flugzeugboss. Okay. Alter, what? Aber ich wurde nicht getroffen. Schon ein bisschen krass. Nein, Alter, als ob. Hey, komm zurück, du Arsch! Als ob! Hä, wie komme ich denn da jetzt vorbei? Was? Ja, ich glaube, das hat schon mal einen sehr, sehr guten Vorgeschmack gegeben. Next one. Da ist die Achterbahn. Karneval Krawall.
Warum den? Oh, du bist erledigt. Allerdings, ja. Ach, der Genie ist der schwierigste? Ja, läuft. So, und ihr meintet den Clown da? Bruder, ganz ruhig. Ich dachte gerade, dieses Feuer hat mir Schaden gemacht, hat es aber nicht. Machen mir diese Enten Schaden? Ich weiß es gerade gar nicht. Hä? Gar nicht da. Warte nochmal. Lass uns das Level für viele aufgeben. Welches? Der Genie? Kann ich verstehen. Gesichter abschießen. Also irgendwas muss es ja bringen, diese Enten abzuschießen, oder? Hä, was ist das? Der Boss ist einfach nur komisch. Ah, die hauen auch manchmal so ein Feuer runter. Das ist krass. Welt 2 macht was? Happy ist noch schlimmer. Ja, wo lotst sie mich denn hier hin? Von einem Höllenscheiß zum nächsten oder was? Gibt's auch irgendwas, was machbar ist hier? So. Okay, aber wir haben jetzt die erste Phase mit allen Leben überstanden. Komm, gib ihm! Allerdings waren wir noch nicht weit bei allen unseren Versuchen. Oh je. Hey, was ist das für ein Betrug? Hier sind so viele Gegner, du kannst gar nicht ausweichen. Ach, das trifft nicht. Das trifft ja nicht mal oben. Und die falsche Ulti. Als ob, ey. Ah, ich hätte sie sparen müssen. Und jetzt hätte ich sie eins. Oh, ey, ein Drittel, ja? Fast die Hälfte, fast die Hälfte. Viel Spaß, Fragezeichen? Genie ist easy, der Clown ist schwer. Ja, offensichtlich sind sich die Leute da uneinig. Ich finde es auf jeden Fall in beiden Fällen nicht gerade einfach. Der Süßigkeitenboss ist einigermaßen machbar. Der ganz links, oder? Ja, das müsste der sein. Juhu! Hype! Nichts ist machbar. Viel Glück. Kannst ja kaum treffen. Ach doch, im Ducken. Ah, okay. Beim Drachen hätte ich fast aufgegeben. Ja, ich glaube, einen Drachen habe ich auch schon mal gesehen. Wieso beginnt der Boss jetzt mit einer völlig anderen Phase? Ach, leck mich am Arsch. Oha. Was muss ich machen? Ach, das Dicke ist der Boss oder was? Hä? Also bei den meisten Bossen checkst du gar nicht, was zu machen ist. Also man darf nicht an dem Eingang. Man darf nicht am Eingang stehen, man darf nicht hier links stehen. Boah. Bock auf 100% LP? Klar, sofort. Now go.
ab. Jetzt wird's random. Ach nee, jetzt macht sie das hier. Es gibt scheinbar echt keine klare Abfolge bei dem Boss. Oh, diese kleinen Bastarde, die da einfach so rausgerannt kommen, die finde ich so unfair. Hier, ich darf hier eigentlich gar nicht stehen. Pac-Man! Bin völlig durchgedreht. Oh mein Gott. Alter! What the fuck? War gut ausgewichen, ne? Ja, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Ah! It's too crazy. Komm, gib mir jetzt meine Ulti. Da oben ist sie. Oh, ich hoffe, das hat jetzt ordentlich reingebrettert. Was zum Henker? Ihr Kopf! Leck mich am Arsch! Dachte, der geht kaputt! Stieger! Tot. Ah, noch nicht, noch nicht. Ist aber auf jeden Fall die finale Phase, ne? Ah! Ja. So knapp, so knapp. Immer noch nicht alles von ihr gesehen. Cool. Okay, das ist eigentlich auch chillig. Schön auf Distanz gehen, dann passiert nichts. Da kommen anscheinend auch noch kein... Ja, gut, komm. Am Ende doch verkackt. Oh, Junge. Ach, komm. Warum denn? Darf doch nicht wahr sein. Zwei Leben umsonst hergeschenkt. Lustigerweise finde ich den Genie am einfachsten. Ja, wie gesagt, es ist ja alles unterschiedlich bei jedem, ne? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich sag, es ist alles eine dreckige Scheiße. Was ein Abfuck! Ist auch alles so von den Phasen her komplett random, wenn sie nochmal diese Abfolge machen würde, wo wir bis zum Ende gekommen sind. Ich glaube, dann würde ich sie schaffen, aber es ist halt auch Glückssache, was sie macht. Es ist halt leider Glückssache. So, komm, lass diese Phase schon abschließen. Okay. Ich habe jetzt aber schon Bock, die noch zu besiegen. Ah, das war auch in Ordnung. Dieser Quatsch. Und ich schenke ein Leben her. Ich schenke ein Leben her, ich dummes Kind. Und zwei! Völlig verkackt. Pac-Man. Ich kann jetzt nicht parieren. Ich versuche schon die ganze Zeit zu parieren. Ja, vorbei. Ich hab nichts zum Werfen. Hol dir den selbst anvisierenden Schuss und konzentrier dich auf das Ausweichen. Wie will ich mir denn holen, wenn ich kein Geld habe? Alles ist dreckige Scheiße. Ja. Mich triggert es so, dass er nicht den anvisierenden Schuss holt. Wie denn, Digga? Ich hab zwei Coins! Wie will ich mir den holen? Oder haben wir das für den Boss gekriegt? Nein, haben wir nicht. Oder? Nein, haben wir nicht. Standardwaffe, hohe Reichweite, normaler Schaden. Kann ich nichts auswählen. Ja,
Kann ich nicht. Geht nicht. Kein Geld. Was? Pac-Man? Das ist ein Baby-Bell. Stimmt. Okay, schauen wir uns den nächsten Scheiß an. So traurig, wie die gucken, gucke ich auch gleich. Lalalalalala. Was ist das jetzt hier? In all euren Kämpfen und all meinen Reimen wurdet ihr 34 Mal zu Gebeinen. Ach, kann man hier sehen, wie oft man gestorben ist? Echt? Nur 34 Mal? Ist ja lustig. 2 Stunden erreicht. Würde ich sagen, setzen wir hier einen Schlusspunkt, oder? Wobei mich das schon triggert so. Will schon noch einen Boss besiegen. Wir schauen mal, ob das mit dem Genie nicht doch klappt. Selbst schuld, wenn du die Coins nicht einsammelst. Danke. Ich habe alle eingesammelt, die möglich waren. Es ist crazy. Es ist so crazy. Kaputt schießen kann man hier nichts, oder? Ach doch, immer da, wo die Fresse ist. Ach so. Ich dachte, man müsste da durchporten. Aber nein, da, wo die Fresse ist, einfach wegschießen. Okay. Vielleicht schaffen wir den ja sogar. Wobei der sicherlich auch noch einige Tricks auf Lager hat. Okay, Bombe, komm. Nice. Also wenn er diese 2 Planeten da schießt, auf jeden Fall wegfliegen. Nicht versuchen auszuweichen oder so, wegfliegen. Ganz weit weg. Nein, unnötig. Dachte, ich krieg den totgeschossen. Idiot. Aber wir müssen den noch besiegen. Das wäre so ein perfekter Abschluss. Was macht der da? Was macht der da für einen Scheiß? WTF? Braucht die Bombe? Oh, hör auf! Hör doch auf! Nein, 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 hör auf! Hör auf mit dem Freak-Scheiß! Bombe! Stirb doch! Stirb, 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 stirb! Wir haben noch 3 Leben, wir haben noch 3 Leben. Cool bleiben. Einfach cool bleiben. Was macht der? Wo kommt der her? What? Bruder! Jetzt wird's wieder völlig crazy. Bombe! Okay, nicer Treffer. Die 2 Leben müssen jetzt gut investiert werden, in Ausweichen vor allem. Was? Was ist das für eine Random-Attacke? Ja! Er ist tot, Mann! Wir haben es doch geschafft! Sorry, das wollte ich nicht. So, jetzt muss ich aber brutal los. Mein ganzer Rücken ist nass, ja? Das zeige ich jetzt nicht in die Kamera. No Damage Cuphead Walkthrough. Gibt's sowas? Irgendein Japaner wird es doch bestimmt geschafft haben. Oh. Ja, wir haben doch was gut geschafft in den 2 Stunden, denke ich. Ich bin zufrieden. Und wenn euch dieser crazy shit gefallen hat, hinterlasst einen Daumen. Das ist ein verrücktes Game. Ihr könnt es euch holen für PC, Xbox One X und Nintendo Switch. 20 Euro kostet es auf der Switch. Aber seid euch bewusst, ihr werdet viel schreien. Einen schönen Abend noch, Leute. Ciao.